Die Ananas und die DAHW. Was hat das miteinander zu tun? Sehr viel. Denn das stylische Shirt mit dem angesagten Motiv ist gut für Mensch und Natur. Und so funktioniert die Würzburger Erfolgsgeschichte. In der Zentrale der DAHW in Würzburg treffen sich die Beteiligten. Sebastian Becker vom Würzburger Modelabel Dietory und die drei Jungdesignerinnen Julia, Nina und Laura, die das Ananas-Motiv entwickelt haben. Heute sehen die Teenager ihr Werk zum ersten Mal in hochwertigem Siebdruck auf einem fair produzierten Shirt aus Biobaumwolle. Und richtig gut sieht es auch noch aus. Das Motiv entwickelt haben sie ganz spontan im Rahmen eines Wettbewerbes beim Internationalen Kinderfest der DAHW am Stand von Dietory. Dann haben wir halt gedacht, ja, warum nicht? Dann haben wir uns da hingesetzt und haben erst, also eigentlich am Anfang wollten wir so alleine machen, aber dann haben wir uns entschieden, doch zusammen das machen zu wollen. Am Anfang haben wir noch eigentlich voll lange überlegt, so was wir denn jetzt genau machen wollen. Dann haben wir so gemacht, dass wir es erstmal ausprobiert haben. Dann sah das aber nicht so toll aus und dann haben wir ein neues Blatt genommen und haben es dann nochmal versucht und das sah dann besser aus. Und dann sind wir eben auf die Ananas gekommen, weil die auch gerade so in ist und die eigentlich ja halt auch schön aussieht, und dann haben wir uns eben dran gesetzt. Eigentlich nicht lange gedauert, bis wir das dann so hatten, wie wir es wollten. Aus rund 100 Entwürfen hat es ihre Ananas bis ins Online-Voting der letzten vier geschafft und haushoch gewonnen. Da war man schon überrascht, weil ich dachte jetzt so, ja, wir gewinnen eh nicht. Und dann habe ich mich da halt nicht mehr mit beschäftigt. Und dann wenn man davon hört, ist man dann halt auch, freut sich irgendwie, ja. Auch aus modischer Sicht ist das Siegermotiv ein voller Erfolg. Die Ananas kann man kombinieren zu sämtlichen Farben und Formen. Das ist halt das Schöne. Man zieht einfach eine Jacke drüber und jeder hat ein T-Shirt auch im Winter an. Ja, unten drunter, es ist reine Biobaumwolle. Es trägt sich fantastisch auf der Haut. Doch das DAHW-Shirt kann noch mehr. Es wird in Afrika von A bis Z ökologisch und fair hergestellt. Die Baumwollbauern betreiben Bioanbau. Für ihren Rohstoff erhalten sie mehr als den marktüblichen Preis. Verarbeitet wird die Baumwolle nur 300 Kilometer weit entfernt. Hier werden die Fasern gesponnen, zu Stoff verstrickt und das Kleidungsstück genäht. Die Beschäftigten der Fabrik erhalten faire Löhne und haben gute Arbeitsbedingungen. Ein Ansatz, der genau zum Leitbild der DAHW passt. Unsere Kernmandate, also die Arbeit gegen Lepra, Tuberkulose und andere vernachlässigte Tropenkrankheiten, die haben allesamt auch viel mit den Lebensbedingungen der betroffenen Menschen zu tun, mit den sogenannten sozialen Determinanten. Das heißt einfach, um es runterzubrechen, dass Armut diese Krankheiten begünstigt. Die DAHW führt seit über 60 Jahren vielfältige medizinische und soziale Hilfsprojekte in Asien, Afrika und Lateinamerika durch. Auch die Bildung ist ein zentrales Anliegen der DAHW. Dabei setzt sie seit jeher auf enge Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort. Denn die Hilfe zielt immer auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ab und soll deren Lebensbedingungen nachhaltig verbessern. Fair hergestellte Produkte wiederum tragen zur Bekämpfung von Krankheit und Armut bei. Das ist eigentlich so das Faire, was auch mit dabei ist, dass nicht nur ökologisch ist, sondern dass alle Leute in der Kette wirklich gut bezahlt sind und davon auch ihr Leben bestreiten können und auch das von ihren Familien. Dass eben keine Kinder auf die Arbeit gehen müssen. Ja? Das ist ja sehr häufig in solchen Ländern so, dass Kinder auch schon ganz früh arbeiten müssen. Und die Kinder, die bei unseren Bauern und bei unseren Mitarbeitern mit dabei sind oder dort leben, die können von diesem Geld, gehen die zur Schule. Also wir ermöglichen auch die Schulbildung der Kinder dort, indem wir dort produzieren. Diese Kinder sind vielleicht so alt wie Nina, Julia und Laura heute. Und so können sich die Jungdesignerinnen gleich doppelt freuen. Mit dem Modelabel und dem Hilfswerk stoßen sie an, natürlich mit Ananassaft, auf ihren Erfolg beim Designwettbewerb. Und finden es eigentlich auch cool, dass man mit solchen Sachen, wo man einfache Sachen sind, dass man damit auch dann anderen hilft. Unser Shirt finanziert ja auch solche Sachen. Wir geben von unserem Gewinn 3 Euro von dem Ananas-Shirt an die DAHW ab. Und wenn man bei uns einfach was kauft im Shop, kann man auch für die DAHW spenden.
ganz einfach helfen und dabei auch noch gut aussehen. Das Shirt gibt es in allen Größen für Damen, Herren und Kinder zum Preis von 25 bzw. 30 Euro im Onlineshop des Modelabels Dietory.